Hallo, herzlich willkommen zur Themenwoche MeToo in der Wissenschaft. Mein Name ist Sabine Wöller und ich bin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit tätig und dort in der Präventionsstelle Diskriminierung und sexuelle Belästigung. Diese Stelle gibt es in der Form seit fast 3 Jahren an der Martin-Luther-Universität und es ist eine einzigartige Stelle in Sachsen-Anhalt. Aufgabe der Präventionsstelle ist es, die Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung, sexueller Belästigung und Gewalt, die es hier an der Hochschule gibt, aktiv zu unterstützen, dass diese umgesetzt wird. Das heißt zum einen, Handlungsmöglichkeiten bekannt zu machen, für Diskriminierungsthemen zu sensibilisieren, Weiterbildung anzubieten, sich zu vernetzen und allgemein zu schauen, Konzepte zu entwickeln, damit wir mit diesen Themen gut umgehen, unsere Mitglieder und Angehörigen schützen, aber auch unsere eigene Verantwortung wahrnehmen. Das Thema dieser Themenwoche ist mir eine Herzensangelegenheit und ich freue mich sehr, dass wir sie organisiert haben. Ich spreche in der Wir-Form, denn ich habe das nicht allein getan. Ich hatte engagierte Kolleginnen, die mich unterstützt haben und die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Morina Groll und ich arbeite in der Koordinierungsstelle Genderforschung und Chancengleichheit Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Andrea Ritschel, ich bin stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Martin-Luther-Universität. Mein Name ist Anja Liebner und ich bin die Referentin der Gleichstellungsbeauftragten an der Martin-Luther-Universität. Katja Labo, Mitarbeiterin an der Hochschule Merseburg, dort tätig als Gleichstellungsbeauftragte und Koordinatorin der Familiengerechten Hochschule. Hallo, mein Name ist Annika Suminka und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Fempower an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Im Alltag vieler Menschen, vor allem aber vieler Frauen, spielt sexualisierte Diskriminierung und Gewalt immer noch eine große Rolle. Gerade deshalb sind auch Hochschulen als Studien- und Arbeitsorte besonders aufgefordert, in ihrer räumlichen und kulturellen Infrastruktur Diskriminierung und sexuelle Belästigung aktiv entgegenzutreten. Für uns als Gleichstellungsteam der Burg war es deshalb wichtig, diese Themenwoche mitzuveranstalten. Die Koordinierungsstelle ist auch die Geschäftsstelle der LAKOG. Das ist die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und Universitätskliniker des Landes Sachsen-Anhalt. Dadurch arbeiten wir natürlich sehr eng mit den Gleichstellungsbeauftragten zusammen, aber auch mit anderen AkteurInnen im Gleichstellungsbereich und im Hochschulkontext. Und aus dieser engen Zusammenarbeit und dem intensiven Austausch wissen wir, dass an allen Wissenschaftseinrichtungen, also an den Unis, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt vorkommt. Es hat sich in diesem Kontext in den letzten Jahren auch schon einiges bewegt, aber es ist noch viel zu tun, es gibt viel Handlungsbedarf. Darum liegt die Verantwortung auch bei uns allen, denn sexualisierte Diskriminierung und Gewalt ist eben kein Einzelschicksal, sondern nach wie vor ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Und als Teile der Gesellschaft sind eben auch unsere Wissenschaftseinrichtungen davon betroffen. An unserer Universität setzen sich Gleichstellungsbeauftragte seit 1996 im Kampf gegen sexuelle Belästigung ein. Für uns ist daher die Veranstaltung sehr wichtig, weil Prävention eine zentrale Forderung immer gewesen ist. So, und nun hoffen wir mit der Themenwoche, die verschiedenen Akteurinnen an Wissenschaftsinstitutionen darin unterstützen zu können, einen sicheren Umgang mit dem Thema zu finden. Das Thema dieser Veranstaltungsreihe beschäftigt mich schon lange. Denn sexualisierte Diskriminierung und Gewalt kann schwerwiegende Folgen in vielfacher Hinsicht haben und wird dennoch oftmals tabuisiert. Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit und Marginalisierung sind auch gerade in den letzten Jahren in Medienöffentlichkeit und Kunstwelt zu einem scheinbar manchmal neu verhandelten Thema geworden. Dennoch bleibt ein konkretes Bearbeiten im eigenen institutionellen oder auch persönlichen Umfeld häufig noch oft aus. Widmet sich also die Institution Kunsthochschule und andere öffentliche Einrichtungen der Kunst- und Kulturarbeit ausreichend der Aufgabe, Chancengleichheit herzustellen bzw. sie zu schützen? Was hat diese Debatte mit künstlerischen oder gestalterischen Arbeiten zu tun und mit den Beschäftigungsverhältnissen, in die eine Kunsthochschule ihre Studierenden entlässt? 2017 versammelten sich unter dem Hashtag Not Surprised hunderte Künstlerinnen, Galeristinnen, Kuratorinnen, Praktikantinnen und weitere im Kunstbetrieb beschäftigte Frauen, um sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch in ihrer Branche anzuprangern, und zeigten damit, wie überfällig das öffentliche Gespräch über sexualisierte Gewalt in der Kunstwelt immer noch ist. Gerade Karrierewege, die so eng verknüpft sind mit Netzwerken,
guten und wohlwollenden Berufsbeziehungen und informellen Abhängigkeiten und dabei nur für wenige sehr viel versprechen, kann sich Machtmissbrauch besonders leicht etablieren. Darum liegt die Verantwortung auch bei uns allen, angefangen bei der Leitungsebene bis hin zu allen Angehörigen und Mitgliedern der Wissenschaftseinrichtung. Es geht um einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Thematik, beziehungsweise auch darum, diesen Umgang einzufordern. Dafür sind Wissen und auch Handeln und Hinsehen notwendig. Dieses Wissen, um handeln und hinsehen zu können, setzt Aufklärung voraus, setzt Sensibilisierung voraus und erfordert eine Enttabuisierung des Themas. Darum ist auch diese Themenwoche so wichtig, weil sie genau das ermöglicht. Und zwar rückt sie mit all ihren verschiedenen Angeboten das Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt in den öffentlichen Diskurs, wo es auch hingehört. Und sie bietet mit den verschiedenen Formaten eben auch unterschiedliche Zugänge für verschiedene Zielgruppen und ermöglicht diesen, sich zu begegnen, auszutauschen und vor allen Dingen auch zu vernetzen. Und aus der eigenen Arbeit weiß ich, dass Vernetzung und auch das Bilden von Bündnissen, solidarischer und fachlicher Austausch unerlässlich sind, um gleichstellungspolitische Fortschritte zu erkämpfen und sich dafür zu engagieren. Und aus meiner Perspektive wäre ein Bekenntnis der Hochschulen, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein solcher gleichstellungspolitischer Fortschritt. Mit dieser Themenwoche möchten wir einen Beitrag dazu leisten, diese Diskussion, diese hochschulöffentliche Diskussion anzuregen und einen Beitrag zu leisten, mit verschiedenen Zielgruppen, Akteuren und Akteuren ins Gespräch zu kommen. Aus diesem Grund haben wir sehr unterschiedliche Veranstaltungsformate vorbereitet, die verschiedene Perspektiven in den Blick nehmen. Allen gemein ist, dass wir sensibilisieren wollen, informieren wollen, in einen Austausch treten wollen, kritisch reflektieren wollen, Präventionsmöglichkeiten kennenlernen und vor allen Dingen auch einen konsequenten Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt diskutieren wollen. Das wollen wir für einzelne Hochschulstandorte, aber vor allen Dingen auch darüber hinaus in einem starken Bündnis, das diesem Thema sexualisierter Diskriminierung und Gewalt an Wissenschaftsinstitutionen genügend Aufmerksamkeit verleiht und konsequent mit diesem Thema umgeht. Darum sind wir als Koordinierungsstelle auch sehr froh und dankbar, dass die Themenwoche initiiert wurde und dass wir diese unterstützen können und auch das damit verbundene Engagement. Und wir hoffen sehr, dass es gelingt, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt als strukturelles Problem sichtbar zu machen und auch einen Appell zu richten an die Verantwortlichen, das Thema so ernst zu nehmen, wie es ist. Und vor allen Dingen wünschen wir uns auch, dass die Themenwoche es schafft, noch mehr Menschen zu einem Engagement für einen verantwortungsbewussten Umgang zu sensibilisieren, beziehungsweise auch dafür, diesen Umgang an ihren Wissenschaftseinrichtungen einzufordern. Für eine gelungene Präventionsarbeit ist es daher für uns nicht nur wichtig, in der eigenen Institution das Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt zu thematisieren und die Verantwortungsübernahme jeder Person zu schärfen, um so gemeinsam für einen sicheren Arbeits- und Studienort zu sorgen, sondern zugleich müssen die unterschiedlichen Facetten institutioneller und gesellschaftlicher Macht im System Kunst- und Kulturarbeit sichtbar gemacht werden. Ein offener, gemeinsamer Dialog, wie es auch diese Themenwoche nun verspricht, ist für uns ein sehr guter Anfang. Wir freuen uns auf viele Gespräche und alle TeilnehmerInnen. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmenden einen bereichernden und ergiebigen Austausch und ein gutes Miteinander und wünsche Ihnen, dass Sie all die Erkenntnisse und Erfahrungen, die Sie hier sammeln, mit in Ihre Einrichtung nehmen. Außerdem möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Denn ohne zahlreiche KooperationspartnerInnen, Fördermittelgebende und Unterstützende wäre diese Themenwoche überhaupt nicht möglich. Ich danke der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt, der Koordinierungsstelle Genderforschung und Chancengleichheit Sachsen-Anhalt, dem Fempower-Netzwerk, der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und Universitätsklinika Sachsen-Anhalt und dem Studierendenrat der NLU. Außerdem danke ich recht herzlich dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung Sachsen-Anhalt, der Stiftung Rechtsstaat, der GEW, Verdi und nicht zuletzt unseren studentischen MitarbeiterInnen, die Sie in den nächsten Tagen technisch unterstützen werden und uns tatkräftig zur Seite stehen. Berenike Struve, Mandana Urib, Juliane Panzer, Lena Magens, Christian Peine und Richard Höhne. Vielen Dank.
Die Tatsache, dass sich mehr als 200 Personen zu dieser Themenwoche angemeldet haben, unterstreicht unseren Eindruck, dass es sich bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt um ein absolut wichtiges Thema handelt, über das wir sprechen müssen. Und genau das werden wir in den nächsten Tagen tun. In verschiedenen Workshops, Vorträgen und anderen Formaten. Ursprünglich war geplant, eine zweitägige Präsenzveranstaltung an der Martin-Luther-Universität in Halle durchzuführen. Diese sollte im Juni stattfinden. Wie Sie alle wissen, hat die Corona-Pandemie unsere aller Pläne durchkreuzt. Zunächst haben wir diese Tagung in den Oktober verschieben wollen, dann aber festgestellt, dass es in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird, solche Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Da uns das Thema aber zu wichtig ist, um uns das Ungewisse zu verschieben, haben wir uns dazu entschlossen, das Programm in eine vornehmlich digitale Themenwoche umzugestalten, in der wir uns jetzt alle befinden, zu der ich Sie begrüße. Das hat auch den Vorteil, dass wir nun ein noch breiteres Publikum erreichen können. Wir freuen uns sehr, zu einer bundesweiten Vernetzung in dem Themenbereich beitragen zu können. Sobald es die Umstände zulassen, möchten wir die Tagung dennoch gern auch wieder in einem Präsenzformat an der Martin-Luther-Universität durchführen. Sie alle wissen, dass auch Präsenzformate ihre Vorteile haben. Die berühmten, wichtigsten Gespräche am Kaffeetisch, darauf wollen wir nicht verzichten. Und wir haben versucht, auch in dieser Themenwoche Äquivalente zu schaffen. Darauf werde ich später noch eingehen. Zunächst aber möchte ich Ihnen ankündigen, dass der Rektor der Martin-Luther-Universität, Prof. Dr. Christian Tietje, uns ein Grußwort gesandt hat, das ich nicht vorenthalten möchte. Außerdem werden wir ein Grußwort hören von Dr. Andrea Blutritt, der Landesbeauftragten für Frauen- und Gleichstellungspolitik in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Herzlich willkommen zur Tagung MeToo in der Wissenschaft, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Wissenschaftsinstitutionen. Wir freuen uns außerordentlich, zu einer Tagung begrüßen zu dürfen, die überaus großes Interesse gefunden hat. Und das liegt natürlich auch an der Thematik, die keine einfache Thematik ist. Wir nehmen auf mit dieser Tagung einen Faden, den wir begonnen haben zu spinnen im Jahre 2017 mit einer Fachtagung sexuelle Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz hier bei uns an der Universität. Diese Tagung hat damals schon großen Anklang gefunden. Es geht um das schwierige Thema sexuelle Diskriminierung und Gewalt insgesamt und das im wissenschaftlichen Raum. Wir alle wissen, dass dieses Thema immer wieder unter dem Hashtag auch MeToo intensiv gesellschaftlich diskutiert wird. Wir beobachten allerdings, dass es in Wissenschaftsinstitutionen zum Teil noch ein Tabuthema ist. Genau hier wollen wir ansetzen, um zu sensibilisieren, Erfahrungen auszutauschen, voranzukommen in der Aufarbeitung dieser Thematik. Wir an der Martin-Luther-Universität denken, dass wir einen guten Teil an Best Practice hier bereits einbringen können. Und das ist ganz maßgeblich auf die Arbeit unserer Präventionsstelle Diskriminierung und sexuelle Belästigung zurückzuführen, die wir seit 3 Jahren in der Stabsstelle des Rektors für Chancengleichheit und Vielfalt haben. Die Richtlinie, diese Präventionsstelle geht zurück. Ihre Arbeit fußt auf einer Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung und Gewalt, die der Akademische Senat unserer Universität im Jahre 2015 verabschiedet hat. Es geht hier zentral um folgende Dinge. Wir wollen natürlich unsere Mitglieder der Universität schützen, die Mitglieder der Universität, Angehörige der Universität und Gäste vor Gewaltanwendung, sexueller Belästigung und unmittelbarer bzw. mittelbarer Diskriminierung. Wir wollen präventiv arbeiten, das heißt ein aktives Einschreiten und Entgegenwirken gegen Gewaltanwendung. Das sind schon 2 zentrale Zielsetzungen. Diese werden durch die Richtlinie, die ich genannt hatte, ergänzt im Hinblick auf einen diskriminierungs- und gewaltfreien Umgang miteinander. Und natürlich, und das ist ganz wichtig, die Richtlinie definiert Verfahrenswege, um Beschwerden in Problemsituationen entsprechend einreichen zu können. Die Präventionsstelle, die auf dieser Richtlinie fußt und eingerichtet wurde, hat bereits beachtliche und von großem Erfolg gekennzeichnete Aktivitäten entfaltet. Es gibt eine Webseite, die sehr instruktiv und niedrigschwellig informiert zu dem Thema.
Die Präventionsstelle spricht aktiv Hochschulangehörige an. Es finden regelmäßige Informationsveranstaltungen statt. Es gibt ein regelmäßiges Weiterbildungsangebot auf das Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung bezogen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Wissenschaftlerinnen. Wir haben eine breite universitäre Vernetzung realisieren können, indem wir themenspezifische Fragen und Herausforderungen konzentrieren und mit vielen Akteuren an der Universität gemeinsam bearbeiten. Wir organisieren, die Präventionsstelle organisiert Themenwochen. Wir sind deutschlandweit und auch europäisch vernetzt, insgesamt also eine sehr beachtliche Leistungsbilanz. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste unserer Tagung MeToo in der Wissenschaft, das Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung, davon sind wir überzeugt, muss aktiv angegangen werden. Es ist ein Thema, das in seiner Bearbeitung zwingend auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Es geht zentral darum, in einer Institution einen Ort zu schaffen und die Institution als Ort zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen, ohne der Gefahr oder tatsächlich realer sexueller Diskriminierung oder Belästigung ausgesetzt zu sein. Dazu dient zu einer weiteren Bearbeitung dieser Thematik die Themenwoche, die Tagung, die organisiert wurde in einem anderen Format als sonst, aber in einem spannenden Format mit einem ausgesprochen beeindruckenden, umfangreichen Programm. Die Themenwoche wird die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, zu informieren, weiterzubilden, zu diskutieren, um Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen gemeinsam zu ringen. Diese Tagung, ich hatte es eingangs erwähnt, stößt auf großes Interesse. Wir haben bereits vor einer Woche über 150 Anmeldungen gehabt. Das ist toll zu sehen. Und ich möchte auch vor diesem Hintergrund schließen mit einem herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich der Präventionsstelle, der Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt insgesamt, aber auch anderen Akteuren aus der Universität, die sich an dieser Themenwoche beteiligen. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Ich freue mich, dass ich Sie als Landesbeauftragte für Frauen- und Gleichstellungspolitik zu dieser sicherlich besonderen Themenwoche begrüßen darf, mit der es dem Veranstaltungsteam gelungen ist, dem Coronavirus doch noch eine Tagung abzuringen. Und darum gilt mein besonderer Dank auch Frau Wöller und den Kolleginnen der Hochschulen, aber auch der Koordinierungsstelle für Geschlechterforschung und Chancengleichheit, ohne die eine solche landesweite Kooperation nicht möglich gewesen wäre. So sehr ich es bedauere, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen können und zusammentreffen, so freut mich doch, dass dieses Alternativformat gefunden wurde, auf so viel Interesse stößt und dem Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt ein Ort der Debatte und hoffentlich auch ein Ausgangspunkt für neue Initiativen gegeben wird. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind die Orte in unserer Gesellschaft, an denen Wissen hinterfragt werden darf. Orte, an denen die unterschiedlichsten Menschen zusammentreffen, um Wissen zu generieren. Wissen, das unsere Gesellschaft in die Zukunft tragen soll. Aus diesem Grund wird die Freiheit von Wissenschaft und Forschung im Grundgesetz besonders geschützt. Nur unter diesem Schutz kann Wissenschaft gedeihen. Diese Freiheit wird aber bedroht, und das wird viel zu selten bedacht, durch alle Formen sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. Und diese Form der Gewalt durchdringen unsere Gesellschaft bis in den letzten Winkel. Das hat uns die MeToo-Debatte nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Auch Wissenschaftseinrichtungen sind von dieser gesamtgesellschaftlichen Problematik nicht ausgenommen. Nicht zuletzt wegen des historischen Erbes, das sie mit sich oder besser gesagt in sich tragen. Es ist das Erbe einer über Jahrhunderte männlich dominierten Institution. Heute ist unstrittig, dass sich die Forschung dadurch in ihrem Erkenntnishorizont beschränkt hat, dass viele, viele Talente verloren gegangen sind, dass Ungleichheit auch Wissen hervorbringt, das Ungleichheit perpetuiert. Die gravierende Unterrepräsentanz von Frauen auf Professuren
legt allerdings ein beredtes Zeugnis von exkludierenden Strukturen ab, die offensichtlich tief in den hierarchisch organisierten Wissenschaftsbetrieb eingeschrieben sind. Umso aufmerksamer müssen Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen sein, um sexualisierte Diskriminierung und Gewalt, die im hierarchischen Machtgefüge und männlich dominierten Arbeitsfeldern verstärkt auftritt, zu erkennen und zu verhindern. Diese Formen der Gewalt, die sich ganz besonders häufig gegen Frauen und LSBTI-Personen richten, bedeuten für Betroffene, dass sie an der gemeinsamen Produktion von Wissen nicht ungehindert teilhaben können, dass sie in ihrer persönlichen Entwicklung und beruflichen Laufbahn beeinträchtigt werden, dass sie den akademischen Freiraum für sich nicht mehr uneingeschränkt nutzen können. Kurz gesagt, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt hat das Potenzial, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu beeinträchtigen. In Anerkennung dieser Tatsache ist es unerlässlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, um sexualisierte Diskriminierung und Gewalt zu verhindern, Betroffene zu unterstützen und alle Mitglieder ihrer Einrichtungen zu schützen und damit die Vielfalt in Forschung, Lehre und Kunst zu verteidigen. Dies kann aber nur gelingen, wenn sich die Leitungsebene committet und gemeinsam mit all ihren Beschäftigten und Mitgliedern dieser Form der Gewalt entschieden entgegentritt. Verbindliche Schutzkonzepte bilden dafür einen geeigneten Rahmen. Als Landesbeauftragte für Frauen- und Gleichstellungspolitik appelliere ich an die Verantwortlichen der Wissenschaftseinrichtungen in Sachsen-Anhalt, diesen Auftrag und diese Verpflichtung anzunehmen. Gute Vorbilder gibt es bereits. Ich nenne hier nur die Präventionsstelle der Martin-Luther-Universität Halle. Auch haben die Gleichstellungsbeauftragten in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Expertise aufgebaut. Die sollte genutzt werden. Allein die Online-Handreichung Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen der BUKOV zeigt, wie viele Anregungen mittlerweile zusammengetragen wurden. Die Themenwoche werte ich als Chance, die ExpertInnen auf Landesebene zu vernetzen. Und aus diesem Grund fördert das Ministerium für Justiz und Gleichstellung auch diese Veranstaltung. Allerdings ist für den Erfolg der Initiative unverzichtbar, dass die ExpertInnen nicht nur unter sich bleiben, sondern die Debatte mehr an Durchlässigkeit gewinnt und die Führungsebene auch erreicht wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen für die kommenden Tage und Veranstaltungen einen intensiven Austausch in respektvoller Atmosphäre, viele Anregungen für die Wissenschaftseinrichtungen und die Hochschulen, für die Akteurinnen eine Stärkung im Netzwerk. Vor allen Dingen aber erhoffe ich mir eine große Strahlkraft in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt hinein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg in den kommenden Tagen. Und nun hören wir noch ein Grußwort von Eva von Angern, der Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt. Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Gäste der Themenwoche MeToo, sexualisierte Gewalt an Wissenschaftsinstitutionen und Diskriminierung. Es freut mich sehr, dass nun ja, viele Jahre, nachdem insbesondere Studierende darauf aufmerksam gemacht haben, dass es sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt auch an Hochschulen gibt, dass also nunmehr diese Veranstaltung stattgefunden hat und als stattfinden wird. Und als Vorsitzende des Landesfrauenrates in Sachsen-Anhalt, in der auch die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen Mitglied sind, freut es mich sehr, dass auch wir daran teilhaben können, wir mit unserer AGG-Netzwerkstelle. Und ich halte es für ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem Sie sich in dieser Woche auseinandersetzen. Ja, auch an Hochschulen findet sexualisierte Gewalt statt. Auch an Hochschulen erleben wir Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das eine sind die Hellfeldzahlen, also die sogenannten bekannt gewordenen durch Strafanzeige oder auch auf anderem Weg bekannt gewordenen Fälle. Das andere sind die sogenannten Dunkelfeldstudien. Und letztere zeigen uns, dass eben diese Form von Gewalt auch vor Hochschultüren sowohl gegenüber Studierenden als auch gegenüber Lehrenden keinen Halt macht. Und insofern freue ich mich sehr, dass es Ihnen gelungen ist,
hochkarätige Referentinnen für Ihre Veranstaltung zu gewinnen. Ich hoffe, dass Sie es vor allem schaffen, einen Raum für dieses Thema zu schaffen, einen Raum, in dem auch diese Dinge ausgesprochen werden können, vielleicht auch Dinge verarbeitet werden können, wo aber vor allem eine Plattform geschaffen wird, dass es in der Zukunft ein Thema sein kann und sein muss. Dass es immer auch Ansprechpartnerinnen gibt für Betroffene und dass diese Betroffene nicht nur gehört werden, sondern dass sie auch ernst genommen werden und dass auch gemeinsame Lösungen gefunden werden für Betroffene. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben. Wir als Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt sind sehr, sehr gerne dabei und ja, nehmen Sie sehr viel mit, vernetzen Sie sich natürlich auch auf diesen Veranstaltungen und alles Gute für Ihre Themenwoche. Nun freue ich mich noch, Ihnen weitere Video-Statements zeigen zu können. Wir haben verschiedenste Statements zugesandt bekommen, über die Sie mich sehr freuen, sowohl von Akteuren in dem Themenbereich als auch aus studentischer Initiative heraus, zum Beispiel vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universität oder dem Studierendenrat der Hochschule Harz, aber auch von einzelnen aktiven Studierenden. Und ich finde, sie sind alle sehr, sehr hörenswert. Okay. Ja, liebe Mitdiskutierende, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich hier zu einem Statement eingeladen worden bin, denn das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Mein Name ist Katja Nebel, ich bin an der Juristischen Fakultät Professorin für Arbeits-, Sozial- und Zivilrecht und interessiere mich schon seit Jahren und arbeite viel zum Antidiskriminierungsrecht. Das ist eine spannende Materie, die ganz viel Engagement auch von vielen braucht, damit sie in der Wirklichkeit lebendig wird. Also das Antidiskriminierungsrecht selbst und damit sexualisierte Gewalt und Übergriffe dann auch, wenn sie ans Licht kommen, dann auch bekämpft werden können, damit man präventiv vorgehen kann. Was kann ich in so einem Statement hier sagen? Ich habe mir drei Punkte vorgenommen. Das erste ist, als Juristin interessiert mich immer, wie kommt Recht überhaupt in die Wirklichkeit? Also man spricht auch vom Kampf ums Recht. Man kann sich so drei Phasen vorstellen. Erst kämpfen die Menschen, dass es überhaupt zu diesem Gesetz kommt. Das AGG ist seit 2006 in Kraft. Und das Sexualstrafrecht ist reformiert worden. Die Istanbul-Konvention als völkerrechtliches Dokument war der Vorläufer dafür. Also inzwischen steht richtig viel im Gesetz. Man könnte sagen, es ist eigentlich alles gut. Und dann wird die Tagung zeigen, vieles ist gar nicht gut. Vieles kommt jetzt erst durch die MeToo-Debatte ans Licht. Und das zeigt, wo wir arbeiten müssen. Und dann beginnt eigentlich der Kampf ums Recht, vor allem der Rechtswirklichkeit, wenn das Gesetz da ist. Und da darf uns nicht die Luft ausgehen. So im parlamentarischen Diskussionsprozess ist intensiv debattiert worden und jetzt wieder die Ärmel aufkrempeln und weiterarbeiten. Und da kann man den Veranstalterinnen hier nur danken, dass sie diese Tagung initiiert haben und so viel Expertise auch zusammen organisiert haben, die diese Inhalte hier mitgestalten. Was interessiert mich noch oder was könnte ich noch für die Tagung so als kurzen Impuls mitgeben, als Gedanken? Das Antidiskriminierungsrecht ist ja nach meiner Wahrnehmung ein Rechtsgebiet, was vor allem aus der Mitte der Gesellschaft gelebt werden muss. Also der Staat kann das rechtlich ins Gesetz schreiben, dass das verboten ist, unter Strafe steht, aber am Ende hängt es von den Menschen selbst ab, dass Antidiskriminierungsstellen erfahren, wo Vorfälle auftreten und dass die Richterinnen und Richter, die in der Verwaltung, bei den Staatsanwaltschaften, aber auch bei unserer Universität, in der Wissenschaft, an jedem Arbeitsplatz, dass alle sensibilisiert werden und sich für diese Materie interessieren, weil sie quasi jeden und jede betreffen kann. Vornehmlich Frauen, aber nicht nur Frauen, auch Männer und Menschen jeden Geschlechts. Das macht das Rechtsgebiet aus meiner Sicht auch so spannend in der Beforschung, aber auch im Alltag. Und ich will noch einen dritten Punkt ansprechen. Da spreche ich jetzt als Vorsitzende einer universitären Kommission zur Aufarbeitung und Prävention von studentischem Fehlverhalten. Die gibt es hier bei uns an der Universität und die befasst sich unter anderem mit rassistischen und mit sexualisierten Übergriffen in der Studierendenschaft. Wir hatten schwierige Fälle hier im Zusammenhang mit der identitären Bewegung, aber wir hatten auch schon Fälle, die an uns herangetragen worden sind im Zusammenhang mit dem Thema dieser Konferenz. Und ich bin dankbar, dass unsere Universität diese Kommission eingerichtet hat. Wenn die Fälle kommen, sind das ganz sensible Fälle, die dann auch viel Arbeit machen, aber es ist gut, dass wir die Arbeit machen können, denn es geht nicht nur um Sanktionierung, sondern vor allem auch um Prävention. Denn wenn die Fälle bekannt wurden, dann lernen wir auch wieder dazu, wo die Ursachen liegen, was die Mechanismen hinter solchen Verhaltensmustern sind. Und dann können wir wieder präventiv im Wissenschaftsbetrieb bei uns an der Uni selbst auch tätig werden. Ja, damit haben wir auch inzwischen schon gute Erfahrungen. Und ich wünsche den Veranstalterinnen und allen Mitdiskutierenden viel Erfolg, drückt die Daumen
und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. In meiner Funktion als Leiterin der Koordinierungsstelle Genderforschung und Chancengleichheit Sachsen-Anhalt werde ich immer wieder mit der Thematik der sexualisierten Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen konfrontiert. Sei es durch die Gleichstellungsbeauftragten, durch Teilnehmerinnen an unseren Programmen und Veranstaltungen oder auch durch Netzwerkpartnerinnen. Leider habe ich noch oft das Gefühl, dass bei den Hochschulleitungen noch nicht genügend Sensibilität gegenüber der Thematik besteht. Wir müssen noch viel mehr Wissen vermitteln. Wir müssen Aufklärung und Prävention leisten, damit jede und jeder in einem entsprechenden Fall genau weiß, was zu tun ist, damit den Betroffenen auch gut geholfen werden kann. Das geht jedoch nicht in ehrenamtlichen Engagement. Es braucht Strukturen und Kapazitäten. Nur so können wir zu einem diskriminierungsfreien Klima in unseren Hochschulen gelangen. Liebe TeilnehmerInnen der Themenwoche MeToo in der Wissenschaft, erst einmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich als Vertreter des Studierendenrats der MRU hier heute ein Grußwort halten darf und auch ein bisschen mit einführen darf in diese sehr wichtige und sehr spannende Themenwoche. Wir finden sie aus zwei Gründen wichtig als Studierendenrat. Zum einen besteht die Universität ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, Sexismus und sexuelle Belästigung und andere Diskriminierungsformen gibt es natürlich auch an der Universität. Denn die Menschen, die hier sind, egal ob Studierende, MitarbeiterInnen, ProfessorInnen, wer auch immer, sind natürlich ein Querschnitt der Gesellschaft. Das, was auf der Straße, in einem Club, im Privaten oder wo auch immer passieren kann, kann natürlich auch im Hörsaal, im Labor oder im universitären Alltag in irgendeiner Form passieren. Einfach deshalb, weil die Menschen diese Ideologien und Verhaltensweisen natürlich auch hier mit sich herumtragen und hier vielleicht auch ausleben. Zum anderen gibt es natürlich auch spezifische Sachen an der Universität. Früher gab es zum Beispiel keine Beschwerdemöglichkeit für Studierende bei sexueller Belästigung nach dem AGG. Jetzt gibt es das, was wir sehr begrüßen. Zum anderen gibt es aber auch zum Beispiel Hierarchiegefälle zwischen Studierenden und Dozierenden oder zwischen manchen MitarbeiterInnengruppen, wo die einen privilegiert sind gegenüber den anderen. Das heißt nicht, dass es dazu kommen muss oder in irgendeiner Form die Menschen dazu sozusagen eine Disposition hätten, sondern es bedeutet nur, dass es da passieren kann und dass man da natürlich auch genau hingucken muss. Deswegen halten wir es als Studierendenrat für sehr wichtig, dass es diese Möglichkeiten gibt des offenen Diskurses, zum Beispiel in Form dieser Themenwoche, zum Beispiel in Form von politischen Bildungsveranstaltungen, dass es Beschwerdestellen für Betroffene, egal in welcher Situation, gibt und es zum Beispiel auch die Präventionsstelle gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung an der MRU gibt, die wir für sehr wichtig halten, um diese ganzen Sachen im Laufen zu halten, dass man weiter darüber diskutiert und dass es eben eine Stelle gibt, wo man sich hinwenden kann, wenn man sich vielleicht auch nicht sicher ist oder wenn man sich sozusagen erstmal darüber austauschen will. Deswegen halten wir es für dringend geboten auch, dass alle hochschulpolitischen Akteure sich dafür einsetzen, dass solche Sachen erhalten und ausgebaut werden. Ansonsten hoffen wir eben auf viele interessante Veranstaltungen. Wir denken, alle sollten es mit Interesse verfolgen. Das werden wir auch tun, weil wir es für sehr relevant halten, das Thema. Und glauben auch, dass alle zusammen, alle Statusgruppen zusammen, MitarbeiterInnen, Studierende und alle an der Universität gemeinsam da einen Strang ziehen müssen, um solche Verhaltensweisen, solche strukturellen Probleme abzustellen und zu gucken, wie wir es schaffen können, das zu institutionalisieren und auch eben den Kampf dagegen aufnehmen zu können. Deswegen werden wir auch selbst dabei sein und beteiligen uns zum Beispiel am Awareness-Konzept als Studierendenrat und hoffen eben, dass wir da gemeinsam viele Erkenntnisse daraus ziehen können. Hallo, mein Name ist Robin Luge. Ich bin Vorstand des Studierendenrates der Hochschule Harz. Warum sollten wir über das Thema sexualisierte Diskriminierung reden? Ganz einfach, weil das Thema zumindest in unserer Hochschulöffentlichkeit kaum bis nicht präsent ist. Wer sich durch den Witz eines Dozenten oder das Motto einer Party diskriminiert oder ausgegrenzt fühlt, wird meist nur belächelt. Vielleicht gibt es sogar noch einen Stell dich nicht so an mit obendrauf. Man sagt den Betroffenen quasi, so wie es ist, ist es normal und irgendwas stimmt mit dir nicht. Die Betroffenen ziehen sich dann meist zurück und sehen zu Recht nicht ein, warum sie noch irgendetwas für eine Hochschule machen sollten, ihre Grenzen und ihr Empfinden nicht ernst nehmen. Das können wir uns gerade als eine kleine Hochschule nicht leisten. Deshalb plädiere ich dafür, solche Fälle auf allen Ebenen ernst zu nehmen. Ich bin für ein breites Training im Umgang mit sexualisierter Diskriminierung an den jeweiligen Stellen der Hochschule und in dem Zusammenhang auch für mehr kritische Reflexion. Und gerade so eine Themenwoche wie diese oder auch nur ein Thementag ist dafür sicherlich ein sehr guter Anfang. Viele Grüße aus dem Harz. Wenn Fälle von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt hinterfragt werden und Fragen kommen wie,
War es denn wirklich so schlimm? Oder so hat er das bestimmt nicht gemeint, oder? Da könnte ich wirklich kotzen. Denn die Frage ist überhaupt nicht, ob sexualisierte Diskriminierung und Gewalt stattfinden. Es ist klar, dass sie stattfinden. An Schulen, an Universitäten, im Freundeskreis oder auf der Arbeit, eigentlich überall in unserem Alltag. Und um das angehen zu können, denke ich, dass es erstmal wichtig ist, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt sichtbar zu machen und nachhaltige Lösungsansätze zu finden. Außerdem müssen wir uns bewusst machen, dass natürlich alle Geschlechter Diskriminierung erfahren können, aber besonders Frauen, Trans-, Intersex-Personen und nicht-binäre Personen besonders davon betroffen sind. Ich wünsche mir zum Beispiel als mögliche Lösungsform Awareness-Teams an Hochschulen und Universitäten, die sowohl aus studentischen VertreterInnen bestehen, als auch aus Mitarbeitenden der Universitäten und Hochschulen, die ab und zu oder regelmäßig Seminare, Schulungen und Workshops zu dem Thema organisieren und auch regelmäßig in Seminare der Uni und Hochschule, in Vorlesungen und auch in die verschiedenen Gremien hineingehen, um dort die Lage auf sexualisierte Diskriminierung und Gewalt zu kontrollieren. Und mein letzter Wunsch wäre dazu, dass sich alle Menschen wirklich aktiv dazu entscheiden, immer wieder dazulernen zu wollen, auch wenn es schmerzhaft ist, weil ich denke, dass nur so Veränderungen möglich sein können. Sexuelle Diskriminierung und Gewalt ist für mich zu einem wichtigen Thema geworden, als ich bei mir selbst und auch bei anderen die quasi allgegenwärtige Präsenz des Themas und auch dessen Konsequenzen beobachten konnte. Damit einem Problem begegnet werden kann, muss es natürlich erstmal so richtig als solches in Erscheinung treten. Und da erlebe ich bei sexueller Diskriminierung und Gewalt bereits zweierlei Hindernisse. Erstmal ist es oft schon schwierig, Geschichten von sexueller Diskriminierung irgendwie Sichtbarkeit zu verleihen, weil ganz viele von Vorkommnissen dieser Art von Diskriminierung auch einfach nicht wissen wollen. Und dann ist es so, dass selbst wenn es gelingt, ein Erlebnis von sexueller Diskriminierung öffentlich zu machen, es oft nicht von allen als solches erkannt wird. Die Entwürdigung, die Benachteiligung und auch die tatsächliche Einschränkung, die das für Betroffene bedeutet, die wird oft nicht erkannt. Ich wünsche mir deswegen, dass sexuelle Diskriminierung und Gewalt als strukturelles Problem gesehen und gedacht wird und dass Universitäten im Rahmen von diesem Wissen irgendwie den Mut finden können, das Thema radikal sichtbar zu machen und dabei eben auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Art der Diskriminierung auch an ihren eigenen Instituten existiert. Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt. Leider musste ich damals in meiner Schulzeit auch eine Erfahrung damit machen. Und zwar habe ich mich in einen Ferienkurs eingeschrieben, den ein Lehrer gemacht hat. Und es war ein sehr warmer Sommertag und ich hatte dementsprechend kurze Hosen an. Und im Zuge des Gespräches in der Klasse kam er dann auf meine Kleiderwahl zu sprechen und diskutierte sie als unangemessen. Und machte Witze auf meine Kosten. Es hat mich, also ich habe mich sehr beschämt gefühlt und wusste nicht, an wen ich mich wenden kann. Und in der Situation wusste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn ich das jetzt auf den universitären Alltag beziehe, dann wüsste ich da leider auch nicht, im Fall der Fälle, an wen ich mich da wenden könnte. Deswegen habe ich da eine einen Verbesserungsvorschlag. Auf jeden Fall wäre, dass es AnsprechpartnerInnen an den Universitäten und Schulen gibt, die sich mit dem Thema auskennen und befassen und die unabhängig arbeiten. Außerdem wäre es wichtig, wenn man regelmäßige Befragungen machen würde an Studierende, zum Beispiel einmal im Monat, um sich einfach einen besseren Überblick über das gesamte Thema zu machen. Was auch helfen könnte, wären Infotage, an denen könnten Trainings gemacht werden zu speziellen Handlungsschritten im Fall der Fälle. Genau, und ich hoffe sehr, dass sich der Umgang mit dem Thema ändert und dass Hochschulen und Schulen Maßnahmen ergreifen, sodass sich Betroffene ernst genommen und sicher fühlen können. Zum Abschluss seien mir noch ein paar Worte gegönnt über
dieses digitale Format und wie wir uns alle damit zurechtfinden wollen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir kennen das alle, auf Konferenzen ist meistens das Spannendste, was in der Pause an Gesprächen am Kaffeetisch passiert. Das ist im digitalen Format leider nicht so, aber wir haben versucht, da gewisse Übersetzungsleistungen zu schaffen. Deswegen werden alle unsere Veranstaltungen bereits 30 Minuten vor Beginn, werden die Räume geöffnet, Sie können dann bereits beitreten, Sie müssen es nicht, erschrecken Sie nicht, wenn Sie Einladung kriegen und denken, oh Gott, die Veranstaltung fängt ja eine halbe Stunde früher an, das tut sie nicht. Wir beginnen pünktlich, aber wir möchten den Raum schaffen, dass Leute schon vorher kommen können und sich vielleicht in individuelle Gespräche begeben. Wir werden auch nach jedem Programmpunkt den Raum bei Bedarf noch 30 Minuten offen halten, um weitere Diskussionen zu führen. Außerdem werden wir jetzt auf einer Präsenztagung, würden Sie eine echte Ausstellung sehen. Sie könnten durch Räume laufen, Sie könnten Materialtische sehen, die vollgepackt sind mit spannenden Broschüren etc. Auch das haben wir versucht, in ein digitales Format zu übertragen. Wenn Sie auf den Themenwochenblock gehen, finden Sie dort in der Menüleiste den Punkt Digitales Foyer. Wundern Sie sich nicht, der ist erst seit heute freigeschaltet. Wenn Sie dort draufklicken, haben Sie weitere Auswahlmöglichkeiten. Zum einen können Sie sich die Ausstellung MeToo und die Universität anschauen. Das ist aus einem Projekt der Freien Universität Berlin und dem Margarita von Brentano-Zentrum entstanden. Eine sehr spannende Arbeit zusammen mit Studierenden. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Außerdem haben wir zahlreiche digitale Materialtische. Sie finden unter anderem zahlreiche Broschüren zum Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Wissenschaftsinstitutionen, in die es sich absolut lohnt reinzuschauen. Sie finden Kampagnen vorgestellt, die an Hochschulen stattgefunden haben. Sie finden eine Auswahl an Flyern zu Veranstaltungen in dem Themenbereich. Sie finden Handlungsempfehlungen, Leitfäden, Richtlinien, Rechtsexpertisen und auch Berichte dazu. Und zum Beispiel einen spannenden offenen Brief, der jetzt gerade veröffentlicht wurde von unter anderem einer Studentin aus von der Uni Halle. Schauen Sie da unbedingt mal vorbei. Genau. Ansonsten möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht nur diese Tagung über das Thema machen, sondern auch diese Tagung ein Ort ist, an dem Trigger vorkommen können, an dem Leute berührt werden können von den Themen, die besprochen werden. Und dass es auch zu unguten Gefühlen führen kann und dem Bedürfnis, darüber zu reden. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in Kooperation mit der Gruppe Awareness für Halle ein Awareness-Team zusammenstellen konnten, das auf dieser Tagung aktiv ist und Menschen unterstützt, die Unterstützung brauchen. Ich will dazu gar nicht so viel sagen, denn die haben ja einen wunderbaren Jingle produziert, den ich Ihnen jetzt vorspielen möchte. Diskriminierendes, grenzüberschreitendes Verhalten kann überall geschehen. So auch auf dieser Tagung und oder während dieser Veranstaltung. Deshalb gibt es eine Awareness-Gruppe, die mit euch nach Bedarf über Erlebtes sprechen kann, damit ihr euch mit negativen und schwierigen Erfahrungen und Momenten nicht alleingelassen fühlt. Wie und wann ihr die Gruppe erreichen könnt, findet ihr auf dem PDF, das euch per E-Mail zugesendet wurde. Bleibt achtsam miteinander. Nicht zuletzt noch ein paar Worte zu den technischen Problemen, die hier passieren können. Wir alle bewegen uns gerade viel in digitalen Räumen und wissen, dass es das, die nicht frei von Problemen sind oder Störungen. Wir haben auf unserem Blog unter dem Punkt Organisatorisches auch Technikhinweise. Da können Sie vorbeischauen, um nochmal zu schauen, wie komme ich in die Meetings rein, was kann ich tun. Wir haben auch in jedem Meeting mindestens eine studentische Mitarbeiterin, die dafür ansprechbar ist, wenn es Probleme gibt. Das wird jeweils im Chat bekannt gegeben, welche Person das in dem Fall ist. Und Sie können der Person dann eine private Nachricht schreiben, wenn Sie sich zum Beispiel doppelt hören, kein Bild haben, etc. Sie werden da unterstützt. Ansonsten sehen Sie uns auch nach, wenn es an einigen Stellen vielleicht nicht ganz perfekt läuft und irgendwo hakt. Auch für uns ist es das erste Mal, dass wir so ein großes Format ins Digitale übersetzen können. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich mit uns auf diese Reise begeben. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Tagen alles an Austausch möglich sein wird. Wir werden uns auch bemühen, eine Dokumentation dessen, was passiert, im Nachgang bereitzustellen. Sie können mir auch sehr gerne, wenn Sie selber noch Broschüren kennen oder anderes Material, das Sie denken, es ist wert, geteilt zu werden, senden Sie mir das gerne zu und wir werden es im Nachgang auch auf dem digitalen Foyer ergänzen. Das wird erhalten bleiben im Nachgang der Tagung, dass einfach das Wissen, was wir hier sammeln, auch weiter geteilt werden kann und wir dieses Thema angehen, gemeinsam, nachhaltig und präventiv. Vielen Dank.